Arcane ist eine der besten Animationsserien aller Zeiten. Animation, Geschichte, Figuren, alles top. 2022 wurde Arcane sogar mit einem Primetime Emmy Award ausgezeichnet, als erste Streaming-Serie überhaupt. I'm ready. Auch die finale zweite Staffel fährt wieder großartige Kritiken ein. Dabei wussten die kreativen Köpfe hinter dem Projekt zeitweise selbst nicht, ob sie Arcane überhaupt hinbekommen würden. An einer Stelle stand die Serie sogar kurz vor dem Scheitern. Werfen wir doch mal einen Blick zurück und schauen, wie ein unerfahrenes Team etwas fast Unmögliches schaffte und welche geheimen Tricks sie dabei angewendet haben. Und danach seht ihr Arcane vielleicht mit anderen Augen. Mitte 2017. Der Pilot zu Arcane ist endlich fertig. Jetzt müsste das Animationsstudio Fortiche eigentlich die Arbeit an den restlichen Folgen der ersten Staffel beginnen. Stattdessen wird Christian Linke, einer der Showrunner, ins Büro der Chefetage von Riot Games gerufen, dem Auftraggeber der Serie. So yeah, at some point there was a meeting on my calendar and I went to Brian's office and there was like a bunch of people in there. Dort erfährt er die Horrorbotschaft. Die Führungsriege hat sich den Piloten angesehen und ist nicht überzeugt. Die Produktion wird gestoppt, Linke soll zusammen mit seinem Co-Creator Alex Yee zurück in die Schreibphase. Nur, was soll in der Zwischenzeit das Animationsstudio machen? Über 70 Leute sind angestellt worden, die jetzt nichts mehr zu tun haben. Christian Linke nimmt im Januar 2018 eine Videobotschaft für Fortiche auf. Mehrere Anläufe braucht er dafür. Er weiß, ohne Arcane müsste Fortiche einen Großteil seiner Designerinnen und Künstler entlassen. Ob sie später noch einmal zurückkehren würden, wäre ungewiss. Eine Talentflucht, von der sich die Serie wahrscheinlich nie erholen würde. Bevor wir euch verraten, wie Linke und Co. doch noch die Kurve gekriegt haben, hat Vodafone noch ein Angebot für euch. Wollt ihr unsere Videos bald auf einem neuen Handy gucken? Dann schaut euch doch mal die Angebote der Vodafone Black Weeks an. Die laufen noch bis zum 4. Dezember und ihr könnt euch zum Beispiel euer neues Lieblingssmartphone ab 1 Euro sichern. Außerdem könnt ihr euch gleich noch unbegrenztes Datenvolumen im Tarif Gigamobil M für 39,99 Euro buchen. Damit könnt ihr auch von unterwegs alle neuen Videos auf YouTube ansehen und seid weiterhin up-to-date in der Film- und Serienwelt. Mehr Infos und viele weitere coole Deals findet ihr unter dem Link in der Videobeschreibung. Zurück zu Arcane und dem Produktionsstopp. Wie konnte es so weit kommen? Wahrscheinlich liegt es daran, dass Christian Linke und Alex Yee noch nie vorher eine Serie geschrieben haben. Linke etwa beginnt seine Arbeit bei Riot Games als jemand, der Supportanfragen der Community beantwortet. Erst später fällt dem Unternehmen sein musikalisches Talent auf. 2011 wird er zum Lead Composer und baut Riots Musikabteilung auf. Von da ist der Weg zur eigenen mehrstündigen Animationsserie noch weit. Doch Christian Linke lotet immer wieder aus, welche neuen Projekte er bei Riot umsetzen kann. Bla, 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 bla. 2013 erscheint zum Beispiel das knapp dreiminütige Musikvideo Get Jinxed, um das Debüt der Spielfigur Jinx in League of Legends zu feiern. Zu der Zeit ist das das umfangreichste, was Riot Games an visuellen Geschichten erzählen vorzuweisen hat. Das Musikvideo entsteht zusammen mit Fortiche. Der Stil des französischen Animationsstudios war Linke zuvor aufgefallen und deswegen wollte er es mit an Bord haben. Fortiches Videos sehen aus wie handgezeichnet. Schlicht, weil sie es sind. Die Künstlerinnen und Künstler zeichnen die Hintergründe tatsächlich von Hand. Auch die Figuren werden mit digitalen Pinselstrichen angemalt. Ab 2013 entstehen regelmäßig Musikvideos, wie ein Jahr später Warriors von den Imagine Dragons. Doch Christian Linke will mehr. Ihm schwebt eine Serie im Universum des Videospiels League of Legends vor. The first answer when I went to the right leadership was like, I think we should make a TV show about our characters that is the highest budget ever spent on an animated series and it's gonna be great. The first answer was no, get out of the office. Aber Linke lässt nicht locker. Nach und nach leiert er der Führungsriege Geld aus der Tasche. Erst nur für Konzeptzeichnungen, dann für 3D-Modelle und schließlich für erste Testsequenzen. Zwar hofft die Riot-Führung, dass Linke das Interesse verlieren würde, weil das Projekt unglaublich ehrgeizig ist, doch als sie erste vollständig animierte Szenen sehen, sind auch sie überzeugt. We need more of this. Jahrelang haben Christian Linke und Alex Yee auf diesen Moment hingearbeitet. Im Herbst 2016 beginnt endlich die Produktion des Piloten für Arcane. Dafür wächst Fortiche von 30 auf 100 Leute an. 10 Monate wird an der ersten Folge gefeilt. Letztlich werden über 300 Leute allein bei Fortiche an Arcane arbeiten. Eigentlich sollte der Pilot der Startschuss für die restliche Arcane-Produktion werden. Stattdessen wird Linke mit einer unangenehmen Wahrheit konfrontiert. The
consensus was, you don't have the story yet. Die Produktion ruht also, bis Linke und Yi die Story-Probleme ausgebügelt haben. Aber was wird währenddessen aus den Mitarbeitenden bei Fortiche? Zum Glück findet sich eine Lösung. Um sie halten zu können, werden mehrere Musikvideos produziert. Außerdem nutzt Fortiche die Zeit, um einige technische Probleme zu lösen, die beim Piloten aufgetreten sind. 2 Jahre wird die Pause dauern. Als erstes suchen Christian Linke und Alex Yi nach jemandem, der an ihrer Stelle die Produktion von Arcane leiten kann. Allerdings finden sie niemanden. Who are you? Zwar hat Castlevania in der Zwischenzeit bereits bewiesen, dass Videospieladaptionen nicht automatisch schlecht sein müssen, doch das Interesse aus Hollywood an der Showrunner-Stelle hielt sich trotzdem in Grenzen. Schließlich fassen Linke und Yi die Entscheidung, maybe we'll just kinda have to try again, but be less shitty. Stattdessen holen sie sich Monica Macer als Beraterin dazu. Macer hat zum Beispiel an Prison Break oder Lost gearbeitet und war Showrunnerin für die Serie Queen Sugar. If you work together, it can be done. Melinda Dilger arbeitet als Produktionsleiterin eine funktionierende Planung aus. Und schließlich helfen zusätzliche Autorinnen und Autoren, darunter Amanda Overton. Sie hat davor zum Beispiel an Severance geschrieben. Für die 2. Staffel wurde sie sogar zur leitenden Autorenredakteurin ernannt. Im März 2020 geht die Produktion endlich weiter. Durch den neuen Input wird der emotionale Kern der Geschichte deutlicher. Bislang hatten sich Linke und Yi vor allem auf den Plot konzentriert. Doch die Autorinnen und Autoren lenken den Fokus zurück auf die Figuren. Amanda Overton hat zum Beispiel die Idee für den Beginn der Serie. Ursprünglich sollte Arcane nämlich mit dem Flashback von Silco aus der 3. Folge starten. Doch Overton hatte einen berechtigten Einwand. You need to change the pilot. That's a lovely poetic image, right? But it wasn't telling the story of the series, which is these 2 sisters being torn apart. Jetzt startet die Serie mit Vi und Powder, wie sie von Vander zurück nach Zorn geleitet werden. Even though I'm different. Auch die letzten Worte von Jinx im 1. Staffelfinale stammen von Overton. But you changed too. Here's to the new us. I am a monster you created. Kurz danach feuert Jinx eine magisch verstärkte Rakete ab. Für Christian Linke ist dieses Bild nicht nur das Meisterwerk der 1. Staffel, sondern auch ein Symbol für das Animationsstudio Fortiche. Eine Mischung aus Wissenschaft und Magie. I feel the science, I feel the power, I feel the energy, but I also feel the beauty. Fortiche hat über die Jahre einen einzigartigen Look entwickelt. Eine Mischung aus 3D und 2D, computeranimiert und handgezeichnet. Die Effekte zum Beispiel sind alle handgezeichnet, wie in einem alten Disney-Zeichentrickfilm. Dieser Look macht Arcane zwar zeitlos, sorgt aber auch für einigen Aufwand. Zum Beispiel im letzten Arbeitsschritt, dem Compositing, also dem Zusammensetzen der unterschiedlichen Bestandteile zu einem Bild. Weil die Hintergründe handgezeichnet sind, gibt es keine dynamischen Lichtquellen. Das bedeutet, kein Licht scheint auf die 3D-Figuren. In einem separaten Arbeitsschritt muss für jede Szene das Licht manuell hinzugefügt werden. Die Figuren in Arcane bewegen sich unglaublich überzeugend. Deswegen denken viele, Fortiche würde auf Motion Capture zurückgreifen, ein gängiges Verfahren in Hollywood, wenn es darum geht, Bewegungen realitätsnah aufzuzeichnen. Aber nein, so wie die Effekte und Hintergründe sind auch die Bewegungen alle handgemacht, nämlich durch sogenannte Keyframe Animation. Dabei werden die Skelette oder Rigs der Figuren Schritt für Schritt bewegt. Auch dieser Prozess ist sehr aufwendig. Für jede Sekunde der Serie sind die Animatorinnen und Animatoren einen Tag lang beschäftigt. Übrigens, passend zum handgezeichneten Look gibt es keine perfekten Kreise in Arcane. Achtet mal darauf, alle Öffnungen oder Fenster sind etwas schief. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, die magischen Kristalle. Ein dezenter Hinweis auf ihre überweltliche Macht. Diese Liebe zum Detail zeigt sich auch im visuellen Storytelling. Viele kleine Charaktermomente passieren einfach zwischendurch, ohne ausgesprochen werden zu müssen. In dieser Szene der 1. Staffel hat sich zum Beispiel ein witziges Detail versteckt. Habt ihr es entdeckt? This one. Ein paar Folgen zuvor hatte Mel Medarda dem Ratsmitglied Hoskell ein Kinderspielzeug zum Geburtstag geschenkt. Auch nach dem Zeitsprung, also 7 Jahre später, ist Hoskell immer noch damit beschäftigt. Das spricht nicht unbedingt für seine Intelligenz. So eine Detailversessenheit ist natürlich auch teuer. Die 1. Staffel soll laut einem Bericht der Variety mehr als 80 Millionen Dollar gekostet haben. Damit wäre Arcane ungefähr so teuer wie die letzten Game of Thrones Staffeln. Aber all der Aufwand lohnt sich natürlich nur, wenn Arcane ein Erfolg wird. Kurz vor Release werden die Verantwortlichen langsam nervös. Sie fragen sich, ob diese Serie, in die sie so viel Zeit und Arbeit gesteckt haben, auch wirklich gut vom Publikum aufgenommen wird.
People always say, oh, when you work on something, you leave a piece of yourself. In this case, it's just like, it definitely took a chunk out of me. Doch die Sorgen sind unbegründet. Arcane wird ein voller Erfolg. In ihrer ersten Woche stellt die Serie den Rekord als Netflix-Serie mit der höchsten Einschaltquote auf, obwohl ihre Schöpfer zuvor noch nie eine Serie produziert hatten. It's a small miracle that this TV show got made, and it's a smaller miracle that so many god-tier artists came together to work on one project, and you can't not be proud of what they did. Vielleicht war die Qualität von Arcane am Ende aber zu gut. Insgesamt verschlingt die Produktion nämlich unglaubliche 250 Millionen Dollar. Watch it all burn. Das hat Riot Games scheinbar abgeschreckt. Denn die zweite Staffel ist schon die letzte für Arcane und andere Serien aus dem Runeterra-Universum von League of Legends sind noch nicht in Sicht. Laut einem Bericht der Variety wurden zwar viele Drehbücher geschrieben, doch kein einziges davon sei auch nur ansatzweise bereit für die nächsten Arbeitsschritte, wie etwa die Produktion eines Piloten. Eigentlich sollte es ganz anders kommen. Der damalige Riot-CEO Nicolas Laurent versprach kurz vor dem Start von Arcane, Riot Games zu einem Unterhaltungsunternehmen des 21. Jahrhunderts auszubauen. Doch daraus wird vorerst nichts. 2023 verließ Laurent das Unternehmen. Außerdem wurde die Abteilung für Film- und Fernsehproduktionen verkleinert. Dennoch betont Mark Merrill, Produktleiter bei Riot Games, dass das Unternehmen weiter daran interessiert sei, Serien und Filme zu produzieren. Es brauche einfach noch mehr Zeit. Bis dahin bleibt uns nur eins, ein erneuter Durchlauf von Arcane. Oder ihr schaut euch eines unserer anderen Videos an, zum Beispiel das über eine andere Animationsserie für Erwachsene, die auf IMDb sogar noch besser bewertet ist. Rick and Morty time! All day long, forever! All 100 days! Rick and Morty, forever, 100 times!